Hey ihr Ausgebuddelten, willkommen zurück zu Iratus Lord of the Dead. Okay, wir machen glaube ich mal weiter. Ich brauche noch eine Vampirin. Und ja, wir haben noch zwei Skillpunkte zu verteilen. Es gab jetzt lange keinen Part, ich weiß, es war Gamescom und ich muss heute mein Büro ausräumen, also muss ich mich ein bisschen sputen mit dem Aufnehmen. Ja, deswegen, ich hoffe wir schaffen heute den Weg zum Boss, ansonsten weiß ich nicht. Mal gucken. So. Ja. Also die Schildmaid hier wird, glaube ich, nicht fliehen. Ich habe mir so ein paar Sachen gesagt. Ich komme halt nicht dazu, das alles mal durchzulesen. Ich weiß, das müsste ich mal tun. Aber die ganzen Charaktere hier, die haben immer so eine ganz spezielle Eigenschaft. Unter anderem, ja, dass die Bardin immer irgendwann flieht. Dass die Schildmaid hier, glaube ich, gar nicht flieht. Wo war das denn? Übliche Sold, nicht zuletzt, bla bla bla. Nee, keine Ahnung. Aussicht auf Flucht und Aussicht auf Flucht. Ja. Aber die fliehen ja nicht. Jetzt. Na gut, da würde ich sagen, wir machen erstmal einen Stressangriff. Auf alle. Ja, komm. Auf einen, beziehungsweise muss ich erstmal einen Stressangriff machen. Oder aber... Nee, komm, wir machen erstmal hier. Das wird jetzt eh alles absorbiert, der magische Schutz. Das ist aber auch ganz gut so. Ich merke gerade, ich habe echt nur... Ich habe echt nur Furchteinheiten gerade. Ich habe keine Nahkampfeinheit so wirklich, keine starke. Ach Mist, das wird ja gar nicht geblockt, da war ja was. Huch. Das wird geblockt vom magischen Schutz. Ja, könnt ihr mal machen. Gebt euch gegenseitig die Kampfhaltung. Ist schon okay. Nein! Nicht auf meine Braut! Sehr gut, verfehlt. Die haben überhaupt keine Rüstung. Ah, ihr seid so kacke, wisst ihr das? Ich glaube, ich muss die als allererstes holen. So. Erstmal alle weg. Dann würde ich sagen, auf den hier. Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Sag mal der Frau, dass ich sie hasse. Sehr gut. So, haben wir das. Der hat keinen Debuff, die Mumie. Ja. Verfluchen wir dich. Na. Oh, er will fliehen. Nein. Hörst du? Pfui. Ey. Reicht jetzt mal. Bitte nicht schießen, ja? Ey, wie sie auch immer die Braut hier anfeuern. Was hat sie denn eigentlich? Ist das mal eine 4? Okay, Level 4, die ist nicht so wild. Blutroter Hunger. Mhm. So. Soll ich das? Nein. Ich glaube, ich nehme das hier. Für die... So. Sehr gut. Würde ich sagen, sie macht... Ja, die haben halt alle Blocken, das ist schlecht. Ja, ja. Ich glaube, die Mumie... Ja gut, die ist jetzt eh schon dran gewesen. Ah. So, wie sagt der Kerl, der flieht jetzt eh demnächst. Sehr gut, sehr gut. Oh! Ja, das macht sehr viel Sinn, weil der jetzt eh abhaut. Ey, es gibt's da nicht. Sie ist in der Wolke drin. Trickschwein. Stressschaden 20. Ja, wenn ich die jetzt, wenn ich das nutze, dann na. Ein Königreich wird sich erheben. Blöder Sack. 14 bis 16. Angriff und Furcht. Ja. 250 kritischer Treffer. Was hat sie denn für Crit? 15%. Ja, natürlich alles geblockt, verdammt. Ich muss die beiden einfach weiter verfluchen. Ich hoffe nicht, dass sie meine Braut töten. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, dass sie Level 4 Braut, aber... Ich habe jetzt eh meine Vampire, das passt dann schon. Weil einer ist geflohen. Ah.
Ja, natürlich. Das war mir klar, dass du die triffst. Hier, bitte. Warum stirbt sie denn nicht, sag mal? Sehr gut. So, die müsste schon erledigt sein. Also die beiden müssten jetzt hoffentlich gleich... Na, sie flieht. Wie, sie flieht doch? Nee, die Berserkerin flieht nicht. So war das, ne? Die Berserkerin flieht nicht. Oh nein. Es war mir klar, dass die ausgerechnet jetzt stirbt, die Braut. Also, dass sie getroffen wird. Ah, es ist ätzend. Soll ich mir noch eine Vampirin holen? Ja, komm. Blutroter Hunger. Nups. Oh nö, wenn sie jetzt stirbt, ne? Das ist verätzend. Also noch eine brauche ich nicht. Ja toll, jetzt ist die... Oh, wie lächerlich, jetzt ist sie gerade gestorben. Na toll. Na, sie ist geflohen, das ist okay. Bitte mach jetzt nicht noch irgendwie Fettschaden. 7 und 10, na gut. Ach komm, verreck einfach. Stirb jetzt. Na toll, die hat nur Stressschaden, die Mumie. Deswegen sage ich ja, die Mumie ist halt ein bisschen unpraktisch, leider. Ja, stirb. Sehr gut. Ekelhafte Typen seid ihr alle. Ah, ich habe meine Vampire ein Glückszeichen und Stein der Weisen. Was? Der Stein der Weisen sogar? Ja, cool. Ja, aber die Braut ist auch ziemlich angeschlagen. Nehme ich den Ritter mal wieder raus dafür und mag die Braut rein. Der Ritter hat schon Level 7. Das ist schon ziemlich sexy. Achso, und ich habe jetzt hier stattdessen Vampirin drin. Mache ich die Braut wieder rein. Ja, und jetzt kann ich auch Vampirin erstellen. Seht mal. Ja, ich weiß, die verlorene Seele, die hat vielleicht eine gute Fähigkeit, die ultimative, aber... Ich weiß nicht, ich finde die nicht so toll, auch wenn sie heilen kann und alles pipapo. Naja. Das, hier, ich verstehe nicht, warum ich so wenig Zorn eingesetzt habe. Ja, sammle Knochen. Und ein Ghoul. Und das verstehe ich nicht. Lass deine Lakaien Schaden erleiden, das muss ich selber machen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Endlich mal. Ich muss meinen Lakaien Schaden verursachen, das können die nicht durch die Feinde erleiden. Na gut. So, wir nehmen natürlich das Iratus. Erfahrungspunkte bekommt. Die Fähigkeit. Oh, 15 noch, dann hat er 4 Punkte. Oh, beschwört bis Gefechtsende einen einfachen Schatten. Der braucht echt so viel. Schwarzer Ritter erhalten Angriff, Furcht und Glück. Aha. Oh, sehr gut. Komponenten. Brauche ich jetzt aber auch nicht, also das hat sich jetzt nicht... Entfernt sämtliche Debuffs deiner Lakaien und alle Buffs deiner Gegner. Das ist schon ziemlich gut, aber dafür habe ich ja die Mumie hier für die Debuffs. Ader. Schwarzen Ritter, ja. Aber Zerstörung eigentlich. Zombies erhalten. Oh, ja, Zombies. Fügt demselben Ziel zweimal 12 bis 24 physischen Schaden zu. Das ist eigentlich schon ziemlich gut, das nehme ich mal. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Ja, ja. Ist hier vielleicht mal was? Oh, da ist eine Elite. Elfin und zwei Berserkerinnen. Die kann ich also nicht fliehen lassen. So war das ja, ne? Ach, ekelhafte. Kommen hier noch drei magische Schaden. Hier. 175, 135 Speerinnen. Boah, was? Die hat 9 Initiative und die hat sogar... Was? Die hat auch 9? Die haben 6 Initiative. 30 physischen Schaden. Bewirkt zusätzlich 50% physischen Schaden, falls das Ziel in Flammen steht. Das ist schon ziemlich geil irgendwie. Ich glaube, die hau ich mit Furcht? Nee, ich weiß nicht. Was? Rüstung absorbiert? Wow, die haben 18 Rüstung, sehe ich gerade. Alter. Das ist ja krass. 10 Glück. Auch für alle Feinde, ne?
20 Stressschaden beim Ziel. Die Hoffnung erlischt. Da ist die Berserkerin weg. Die sind zwar auch heftig. Ah. Oh, präziser Schuss. Ja. Was? 30? Bist du des Wahnsinns? Oh, ich hasse die. Die sind echt blöd starke Gegner hier, die Berserkerinnen. Und die Speer sowieso. So, Debuff entfernt. Oh, der Geist ist jetzt... Na, das ist egal, der hat ja den Schutz. Hoffe ich zumindest, dass er den Schutz hat. Piratus erhält 8 Mana. Ja, komm, machen wir das mal. So, turnt alle Debuffs zum Schwarzen Ritter, oder? Ja. Wie das Antlitz des Bösen. 18. Sag mal, bist du bekloppt? Ihr seid doch nicht ganz sauber. Die werden ja immer krasser, die Viecher. Ja, gut, dass ich geblockt habe, ne? Und schon wieder geblockt. Ekelhaftes Vieh. Ah, gut, den Schutz weghauen, das finde ich immer schön. Hey, sag mal, 2 Gegner trifft sie damit sogar. Ekelhaftes Wesen. Flit Glück. Na komm, wir nehmen das. Ich stresse die jetzt einfach zu Tode, die beiden. Einfach zu Tode stressen euch beide. Da kommen diese widerlichen Speerinnen dran erstmal, weil die beiden, die Berserkerinnen, sind auch gefährlich. Oh, sie ist geflohen. Tschüss. Ja. Sie ist halt echt widerlich. Ja, ja. Könnt ihr mal bitte beide sterben? Sterben. Danke. Oh. Das finde ich voll gut. Richtig viel Stressschaden. Ich mach dich richtig wahnsinnig, Fräulein. Ey! Alter! Warum gehen die eigentlich... Was haben die für ein Problem mit der Braut, bitte? Immer wieder auf die Braut. Stirb! Ekelhafte. So, geschieht's euch recht. Ja. Oh, seltsame Mandoline. Ich muss mir mal die Sachen angucken, die ich jetzt bekommen habe. Wenn man an der Zeit. Jetzt brauche ich auch die... Ach, jetzt habe ich das gerade vergessen. Jetzt brauche ich die Flucht-Items auch nicht mehr. Mit Präzision ausweichen. Ein echter Blickfang. Oder das hier wäre mit der Vitalität wäre auch nicht schlecht. 10 Präzision und 10% Schaden. Alle, achso, dieser Effekt wird entfernt, wenn ein Lakai Schaden erleidet. Schaltet eine geheime Magiefähigkeit frei. Versetzt alle Feinde außer Bosse für 2 Runden in Schlaf. Die Ziele überspringen ihre Runden, bis sie angegriffen werden oder Schaden erleiden. Das ist schon ziemlich geil mit der Mandoline. Was? Was? Die halten 5 Rüstungen, aber es besteht eine Chance von 15%, dass sie die Runde aussetzen. Oh nein. Wenn 3 Lakaien vernichtet... Ja, okay, das will ich nicht. Aha, 20 mehr Komponenten. Was ist das nochmal? Alle Feinde verlieren zu Gefechtsbeginn einen magischen Schutz. Hm. Das ist schon viel besser, oder? Dieses Ausweichen und die Präzision. Ich weiß nicht. Hm. Die Rathaus hat eine Chance von 10% Feinde zu leben, denen er mit einer Zerstörungsfähigkeit Schaden zufügt. Lakaien und Feinde, das ist halt schlecht. Verringert die kritische Trefferstärke von Feinden um 20%.
Iratus erhält Zorn zu Gefechtsbeginn, eine geile Zerstörungsfertigkeit. Das ist eigentlich schon geil, ne? Was macht der Ring hier nochmal? 100%ige Chance auf ein Artefakt. Endlich ist dieser Gegenstand in meine fähigen Hände gefallen. Oh. Feinde können nicht inspiriert werden, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann können sie nicht gut werden, wenn, also Gutes abbekommen, wenn sie wahnsinnig werden. Eigentlich auch gar nicht schlecht, die 10%, also die 10 extra Schaden, aber das hier ist halt schon geil. 20 bis 40 magischen Schaden. Entfernen sämtliche Buffs vom gewählten Lakaien, stellt für jeden entfernten Buff 6 Mana wieder her. Kritische Treffer durch Lakaien und Feinde bewirken 30% mehr Schaden. Ja, das ist halt schlecht. Oh, 45 Zorn. Kann nur einmal verwendet werden, auch hier. Ach man, auch 45 Zorn kann nur einmal verwendet werden. Beim Sieg erhalten überlebende Lakaien 2 XP, so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse die Rüstung hier an. Weil ich habe halt schon ziemlich schnelle Lakaien. Ich meine, okay, der hat nur 6 Initiative. 8. Die haben halt alle 8 Initiative, außer der Geist. Aber das kann ich dem ja schnell herstellen, beziehungsweise ich muss die eh austauschen wieder. Was macht denn die Dampirin? Ich meine, sie hat halt sehr starke physische Angriffe. Aber das ist halt leider nichts, was ich jetzt unbedingt bevorzugen will. Warte mal, die Banshee hat schon ziemlich geile Sachen. Ja, es ist eigentlich schon ziemlich nett, was die Banshee so drauf hat. Vor allem das mit dem Angriff minus, das finde ich schon ziemlich sexy. Ich glaube, ich mache mir eine Banshee mal auf ein hohes Level. Auf Level 6 einfach mal. Ich habe ja genug hier, ne? So, dann machen wir hier mal. Gibt das Ziel, verliert alle 3 Sekunden. Verliert für 3 Runden 8 Ausweichen. Und hier entfernt alle Buffs vom Ziel. Beendet aber nicht die Kampfhaltung. Wahrscheinlich ignoriert magischen Schutz. Diese Kampfhaltung erhält die Todesfee, Blocken und magischen Schutz. So, ich brauche halt ein bisschen mehr Lebensenergie. Bisschen mehr Initiative auf jeden Fall. Feinde verlieren für die nächste Aktion 4 Angriff und 4 Ausweichen. 6 Angriff. Gut. Mehr Initiative, super. Und hier, was? Magischer Angriff. Bewirkt Schaden, aber die Ziele überspringen die nächste Runde. Beendet Kampfhaltung, das ist wichtig, glaube ich. Meine Feinde erwartet eine unschuldige. Das ist immer wichtig. Und hier würde ich sagen, nehmen wir Horn oder Mana? Was ist wichtiger? Acht Furcht oder 4 Angriffe? 4 Furcht. Ich glaube, ich nehme das mit dem 8 Furcht, oder? Dann hat sie nämlich noch ein bisschen mehr Furcht. Angriff braucht sie ja nicht so wirklich. Die Banshee. Ne, ich nehme das hier, glaube ich. 8 Präzision. Und dann nehme ich hier noch den magischen Schutz am besten. Zurück in die Schlacht mit dir. Zurück in die Schlacht mit dir. Nicht immer die Braut hier. Immer gehen sie auf meine Braut. Das finde ich so gemein. Und die Vampirin, die hatte auch. Ja, ich weiß, die hat ziemlich gute Fähigkeiten. Die Vampirin stellt bis Gefechtsende Vitalität in Höhe von 50% des physischen Schadens wieder her, den sie zufügt. Ich glaube, ich nehme mal die Vampirin mit anstelle des Ritters. So. Sie hat 95% Treffer und sie hat nicht so viel Lebensenergie. Ein kritischer Treffer lebt das Ziel für eine Runde, bewegt 200%. Nehmen wir das natürlich. Eine unschöne Überraschung. Oh, fügt dem gewählten Ziel und dem dahinterstehenden Feind Schaden zu. Und hier bewirkt 100% physischen Schaden, aber sie geht dann 1 zurück. Mehr Initiative für die Vampirin. So, was haben wir hier? Und, Vampirin verliert 20 Vitalität, Zorn und Mana und die hält dann noch mehr Zorn. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich erwarte gute Ergebnisse. Und hier verbraucht keine Aktion. Lichtstapelball, kritische Treffer bewirken 50% mehr Schaden. Und hier 65% des physischen Schadens, zu denen sie zufügt, wird sie dann wieder regenerieren. Ich nehme, glaube ich, das mit dem Glück. Und dann war es das schon. Jetzt habe ich eine gute Vampirin und die tauschen wir gegen den Ritter aus, weil die müssen jetzt beide ein bisschen regenerieren. So, die Braut ist zwar auch wieder fit, aber das reicht nicht.
Soll ich was bauen? Ich habe 400 Punkte. Also ich meine... Ich habe immer noch die Knochengolem nicht. Ich habe die... Was ist das hier eigentlich? Die Todes... Die Todesfee auf Doom oder was? Was ist das hier? Das ist das Blutphantasma. Ach so. Ja, habe ich wie gesagt noch nicht. Werde ich wohl auch nicht mehr bekommen, so wie ich mich kenne. Ist doch nicht ganz einfach. Und hier bräuchte ich einen Schatten. Habe ich einen, aber der ist halt ein bisschen hochleveliger. Die brauche ich auch nicht, die Baumeisterseelen. Und hier die Bibliothek. Da brauche ich halt auch wieder einen Knochengolem. Da kann ich da jetzt schon die... Wow, ich kann ja jetzt schon eine Vampirin opfern. Okay. Das ist interessant, dass ich jetzt auch... Oh, die ist Level 5 schon. Das ist interessant, ich dachte... Ach so, das ist egal, welche... Oh Gott, hätte ich das eher gewusst, ne? Habt ihr mir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal geschrieben. So, erstmal füllen. Gib in die Hand, die dich füttert. Dass ich jetzt nicht immer die Position auswählen muss. Oh Mann, ich bin so doof. Guck mal, ich könnte jetzt einfach die letzte Position schon ausfüllen. Echte Knochenarbeit. Echte Knochenarbeit. Ha, ha, ha. Ah, er ist so witzig. So, zu Gefechtsbeginn. Dafür brauche ich jetzt eigentlich nur... Warte, so ein Seelchen hier. Was sie denn? Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Immer schön die... minderwertigsten Materialien. Wie einfach die Lebenden doch zu täuschen sind. Ne, hier war das die Herberge. Die Toten werden niemals ruhen. Oh, ich nehme mal den Schatten hier rein. So, die Leichenhalle brauche ich ja nichts. Arena ist halt auch Quatsch irgendwie. Da kann man einfach nur Lakaien aufleveln. Bin ich ein bisschen unnötig. Und hier 8 Mana nach gewonnenen Gefechten. Ich könnte meine Dampirin opfern. Aber das ist blöd. Das ist blöd. Und hier könnte ich auch noch so einen... Hier könnte ich eigentlich beide noch. Einen zufälligen Gegenstand. Habe ich denn noch genug Zeug für die Herstellung? Joa, ich habe noch sehr viel sogar. Dann mache ich mal... Oh, die kann ich nicht mehr. Was habe ich jetzt noch gesagt? Ein Schatten... Ich werde einen langen Schatten über meine Feinde werfen. Einen langen Schatten. Braucht denn viel Fleisch? Ich glaube, die Braut. Ihr ja. Herz schlägt, ich habe so viel Fleisch noch. Mich. So viel Fleisch. Habe ich sie geschaffen. Mit Seelen versetzt. So, das war's jetzt eigentlich. Jetzt habe ich alles soweit. Cool. Gut, gehen wir auf die Karte. Hier ist gar nichts, keine Räume. Ich hab 100 Mana, das ist echt blöd. Elite-Gegner, Ja, ist eigentlich totaler Schwachsinn jetzt. Dass ich da jetzt reinmarschieren will, aber mache ich einfach so. Wie gesagt, 100 Mana ist ja Maximum, da geht nicht mehr. Deswegen macht's leider keinen Sinn. Mache ich jetzt einfach meine zwei, die verletzt waren, voll, da muss ich da nicht den Kampf abwarten. So. Kampftrupp 1. Ja, ein Kampf noch. Ne, zwei Kämpfe noch. Oh, das ist auf jeden Fall eine Dampirin, wenn ich die mitnehme. Oh Gott, nein. Das sind super starke, kann das sein? Elite-Zauberdieb? Waren die nicht stark? Ja, das ist schon richtig geil. 20 bis 40. Bei den ersten drei Feinden sogar. Geht das auch durch den magischen Schutz? Aber die haben ja echt nicht viel Leben da hinten. What? Das war aber nicht sehr viel. So, die Dampirin. Ah, schön. Bluthunger. Und jetzt? Alle Angriffe gegen das Ziel ignorieren bis Gefechtsende blocken magischen Schutz. Die Vampirin verliert Vitalität. Das Ziel verliert 30% seiner aktuellen Vitalität und die Vampirin verliert auch 30 Vitalität. Die Ratus erhält Zorn. Ja gut. Oh, das ist so gut eigentlich, dass sie das so schnell mit den Buff-Fertigkeiten hinkriegt. So, die haben alle ziemlich viel Stressresistenz. Ich sollte vielleicht eher auf das Physische gehen, oder? Oh nein, scheiß drauf. Erstmal den Schutz wegmachen von allen. Geben wir erstmal umleiten, das finde ich immer ganz witzig.
Geht das durch meine Rüstung durch? Also durch meinen Blocken? Verfehlt. Schweinebacken. Die gibt bestimmt wieder umleiten, wie ich sie kenne. Ja, ja. Warte mal, wenn die sich jetzt alle gegenseitig umleiten, wer kriegt es dann im Endeffekt ab? Komisch. Okay, wie war das mit 20 bis 40? Haben die so viel Magiewiderstand? Oh ja, haben sie. Haben sie wirklich. Ist ja crap. Braucht keine Aktion. Das Gefechtsende. Na gut, also das habe ich ja jetzt schon. Debuff. Oh. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% beendet Kampfhaltungen. Naja, brauche ich jetzt nicht. Helft mir! Oh. Verliert sämtliche Buffs das Ziel. Sehr gut. Wir sollen erstmal alle richtig schön stressen hier. Ey. 18, was? 18 Schaden. Die Untoten sind langsam, nutzt das aus. Ja, ja. Pass mal auf. Pass mal auf. Oh, er will fliehen. Das ist ja schön. Ja, dann mach mal. Blutroter Hunger. Oh, da ist schon einer wahnsinnig geworden. Was? Fügt dem gewählten Ziel und dem dahinter steht in 50% Schaden zu, was? Und das denn? Na gut. Ja. Das ist so schön. Ich höre sie, die Stimme des Nekromanten. Ja, geh nur. Geh nur, geh nur. Oh, ekelhafter. Er hat einen Debuff bekommen. Unglück. Aua. Und tschüss. Ich krieg eine Vampire dafür. Ich wollte gerade meinen schönsten Fluch ausprobieren. Oh nein. Natürlich hast du es geblockt. Ich hätte die vorher angreifen sollen, aber da vorne meine ich. Jetzt sind die ganzen Blocks weg. Oh, sie hat die Runde übersprungen. 16. Was? Warum 16 Schaden, ihr ekelhaften? Er will auffliehen, okay. Die machen ja nicht gerade viel Schaden, die Schildmeiden. Oh nein, jetzt ist sie wieder gestunt für eine Runde. Wow, 70! Alter! Und sie ist gestunt. Alter, wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn bitte? Herrlich. Ja, ja, leite mal um ein bisschen. Oh, voll gut, die Vampirin. Also wenn sie jetzt nicht unter das vereinigte Feuer von allen gerät, dann ist sie ziemlich stark, finde ich. Gestört, damit du leben kannst. Ja, die Banshee ist schon ziemlich sexy mit ihren Debuffs. Ey. Na, der Geister hat echt nur eine magische Attacke. Der Rest ist alles so ein bisschen... Ah, 44er Crit. Sehr schön. Nicht immer stunnen jetzt. Ist voll doof. 95er Crit, Alter Schwede. Was ist mit der Vampirin los?
Wie geil ist sie denn gerade drauf, bitte? Ah, lass dich vor den Tentakelbandagen aussaugen. Meinst du jetzt? Nein. So, die Vampire noch letztes Mal. Oh, 133? Was ist nicht richtig hier? Ich meine, alles ist gut, aber irgendwas ist ja nicht richtig, weil sie so krass... Und ich habe 2 violette Herzen bekommen. Das ist ja mal ziemlich gut. Alter Schwede. Und ich habe noch einen 4er-Skillpunkt. Mehr Schaden, wenn du noch 2 Lakaien übrig hast, das ist schlecht. Bewirkt 25% physischen Schaden und 200% physischen Schaden, wenn das Ziel einen Debuff hat. Ja. Also 75, oder was? Macht aus alt fordern. Schädelhagel. Bei allen Feinden 20 magischen Schaden. Setzt alle Ziele in Flammen. Das ist schon ziemlich geil. Also Iratus wird auch sehr, sehr mächtig mit der Zeit. Ich glaube, ich muss den schwarzen Ritter hier mal eintauschen. Ich muss halt, jetzt muss ich die echt mal heilen, die Leute, weil beim Bosskampf wird das ein bisschen eklig. Da will ich die dann noch gerne alle dabei haben. So, und die Braut. Ich muss jetzt gar nicht groß gucken, was die alle können. Die sind alle sehr stark mittlerweile. Ja. Ich glaube, ich sollte oben lang gehen. Dann kriege ich nämlich jetzt wieder eine Dampirin, wenn ich die am Leben lasse. Die Söldnerin. Oh. Blocken. Widerstand bei Bewegung. Ah. Und hier Rüstung. Ja. Unglaublich, was sie alles einfach rumliegen lassen. Ich glaube, ich werde der Vampirin noch was geben. Die ist halt echt super, ne? Die Vampirin. Jetzt sie so ein Glück Furcht? Oh ja. Habe ich kein episches Fleisch? Rüstung kriegt sie. Fleisch, Angriff, Furcht, 2x Blut. Blut habe ich da. Oh, ich habe nicht so viel Blut, das kann ich leider nicht verantworten. Aber sie kriegt noch ein blaues Fleisch, komm. So. Die Banshee kriegt... Ah, hat leider nichts Violettes, was ich ihr geben kann. Blauet kriegst du noch. Warte mal, ich kann mich jetzt schnell mischen. Ach nee, komm, ist egal, die Banshee... Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie lange leben wird. Bei mir. Kennen wir ja schon. 8, 9 Initiative, das ist super. Ah doch, sie kriegt noch was mit Initiative, würde ich sagen. Bei den Gürtel. Habe ich denn hier viele Lumpen, normale? Ah, ein paar bessere Lumpen. Bei Initiative zu Runden beginnt auf Position 1. Glück für 3 Runden bis zu 3x stapelbar. Ja, ist doch perfekt. Sie steht ja auf Position 1. Alles gut. Ja, dem könnte ich auch noch eine bessere Rüstung. Da hat er magischen Schutz, Vitalität, Glück. Ausweichen, Glück. Ist immer so... Mir so unverständlich. Die bauen halt überhaupt nicht aufeinander auf, die Werte. Irgendwie. Oder? So, dann mache ich den Part mal ein bisschen länger, Leute. Dann machen wir den Boss noch. Das ist nämlich der letzte Part von Iratus, bis es aus der Early dann irgendwann mal geht. Ja, komm mal, der Vampirin kommt eh als erstes, oder? Sehr schön. Die will ich ja nicht töten. Ich will den Rest hier kalt machen, aber ziemlich schnell sogar. Das geil. Heute knochig. Wunderbar. Oh, kritisch auch noch. Schönes Ding. Schönes Ding. Problem ist halt, die haben alle irgendwie Rüstung. Wenn ich da die dritte rein... Na gut. Ist schon so angeschlagen. Ist eigentlich ein bisschen blöd. Ich will ja sie gerade nicht angreifen. Aber ich muss halt den magischen Schutz erstmal von allen runterkriegen. Block es bitte. Ah, okay. Aha. Sehr schön. So, die Schildmaid wird wieder jemanden decken, wie immer. Und sie ist halt krass. Eleganter Konter. Hm.
Ignoriert für diese Attacke Vitalität. Ja. 30% seiner aktuellen Vitalität. Piratus hält 50 Zorn. Machen wir das mal. Nee, ich muss sie eigentlich jetzt gerade decken, ne? Das wird heute knochig. Na komm. Die wird schon überleben, hoffe ich, wenn nicht. Wie sie das Herz einfach mal ansticht. Das ist ihr eigenes Herz. Ja, war mir klar. Wie gesagt, das muss alles runter, dann geht das auch. Da werde ich mal bei ihm Verstand wiederherstellen. Oh, na toll. Ah, oh, wer da tot ist. Oh, was? Das war die Konterfähigkeit. Alter Schwede. Ich kann ein paar hundert neue. Was? Bitte, was? Ey, was ist denn mit ihr nicht richtig? Okay, also sie darf nichts abkriegen. Aber wie viel Schaden war das gerade? Ich sag ja, die Banshee, wie ich es noch eben gesagt habe, Leute, die wird eh nicht lange überleben. Das war mir so klar, ne? Das wird heute knochig. Das wird sie aufblocken. Nee. War das physisch? Das ist doch... Ist das nicht magisch? Der Angriff? Seltsam. Wie gesagt, nicht auf die... auf sie hier gehen. Das ist tödlich. Oh, was? 51er. Oh, krass. Wie ist sie denn drauf? Wie ist sie denn drauf? Ja, in Höhe der Rüstung kriegt es auch nochmal Schaden hinzu. Das wird heute knochig. Elend. Schön. Also die schaffen wir auf jeden Fall. Und das ist hier auf unserer Seite, aber... Heftig, pop heftig, du. Dreimal trifft sie halt auch noch, ne? Fies. Was, nur vier? Ich dachte, das fügt extra Schaden hinzu. Nee. Bitte nicht nochmal sowas Fieses. Danke. Alter, 38er Crit. Schön. Stirb. Nein. Nein, nicht nochmal. Okay, das ist gut. Kann man machen. Hier. Oh, und ich habe eine Dampire, dafür habe ich zwei Leute verloren. Was soll's? Warte mal, wie jetzt? Ey, wie? Ich dachte, sie stellt sich auf meine Seite. Was ist da denn los? Was ist... Was? Was? Wie war das? Moment. Ich dachte... Ich dachte... Schon bald werdet ihr euer neues Dasein umarmen. Ich dachte, sie ist jetzt auf meiner Seite. Info. Und sowohl... Obwohl sich momentan noch auf der Gegenseite befindet, schmiedest du bereits Pläne, welche vorzüglich... Sie jetzt eliminieren. Aber ich muss sie eliminieren jetzt doch. Ich dachte, wenn sie die letzte ist... Na gut. Oh Mann. Wie hat sie es geblockt, bitte, wenn sie... Ne? Wie hat sie das bitte geblockt, wenn sie... Wenn sie gestunt ist, frage ich mich. Ich brauche auch noch etwas von dem Blut. Schmackhaft. Komm, bitte töte sie. Oh nein, sie ist immer noch nicht tot, verdammt. Ja, aber dem macht sie nicht viel beim Ritter. Gib jetzt. Wie, warte mal, also ich muss sie doch töten. Euer Leid ist beendet. Doch eure Knechtschaft hat gerade erst begonnen. Nix der Empirin bekommen. Ich dachte, ich... Okay, habe ich das irgendwie falsch verstanden oder hat mir das jemand
falsch erklärt, weil ich habe zumindest jetzt so vernommen, dass ihr gesagt habt, man bekommt sie, wenn sie die letzte auf dem Feld ist beim Gegner, und irgendwie hat sie sich jetzt mir aber nicht angeschlossen. Naja, komm, wir versuchen es mal. Oder soll ich die Braut lieber statt des Ritters? Ich glaube, ich nehme die Braut. Die stirbt mir sowieso wieder weg. Aber warte, ich würde mir echt gerne noch einen Geist machen. Also nicht Geist, sondern hier, wie heißt er? Ein Verblichener. Ein Verblichener. Alle? So, alle. Oh, ein Herold rücksichtsloser magischer Zerstörung. Und wir nehmen 6er Hirn. So, erstmal und beschwört ein Skelett, beschwört ein Skelett. Zurück in die mehr Lebensenergie. Er hat da 4 Initiative, das ist ein bisschen wenig. Ich erwarte gute Ergebnisse. Geht es bei ihm wirklich nur davon so aus, dass ich... Warte mal, der Nebel, das ist schon ziemlich gut immer noch, finde ich. 3% von sofort töten. Ich weiß, das gilt nicht für Bosse. Das ist auch voll okay. Sei ein würdiger Diener. Und wir nehmen noch... Ah, töte alle Verbündeten, tötet alle Verbündeten, erhält 100 Zorn. Nehmen wir was für Glück. Das war's. Pack den, glaube ich, dann statt der Braut rein. Statt der Vampirin, meine ich, weil die ist ja mehr so auch physisch getrimmt. Ich weiß nicht, was das für ein Boss ist, aber es sind 3 insgesamt, 3 Gegner. So, wir versuchen es, Leute. Wie gesagt, XXL-Part. Feuermagier gelten allgemein als gefährliche, unberechenbare Zeitgenossen und werden daher von Städten ferngehalten, um verheerende Feuersbrünste zu vermeiden. Bevor sie als junges Mädchen auf die Magierschule geschickt wurde, war die Pyromantin oder Pyromanin für ein solches Feuer verantwortlich. Doch selbst innerhalb der Schulmauern erwies sie sich als schwieriges Kind und ihr enormes magisches Talent rief sogar den Neid ihrer Lehrmeister hervor. Seitdem ist viel Zeit vergangen und inzwischen beherrscht sie das Feuer bis zur Perfektion. Als Söldnerin ist sie ebenso unberechenbar wie mächtig, sodass es nur wenige wagen, sich mit ihr abzugeben. Doch harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen und so hat man sie gebeten, im Kampf gegen die Untoten auszuhelfen. Ja, super. Feuer mit Feuer. Mit denen denn hier? Selbstzerstörung. Oh. Oh. Selbstzerstörung. Ist die Beschwörungsdauer zu Ende, explodiert das Feuerelementar und bewirkt 120% reinen Schaden. 530 Leben hat sie. Alter. Die haben nur 65 Leben. Gut, dass ich nicht so viel Mana habe, leider. Ah, die sind nicht alle tot, verdammt. Oh, das könnte ins Auge gehen. Aber sie beschwört ja immer nur einen, das heißt, ich habe halt auch nicht viel physischen Schaden. Das ist voll problematisch jetzt gerade. Ah, verfehlt. Das ist echt problematisch. Ich muss das jetzt irgendwie so hinkriegen. Ja. Ich muss ja ganz schnell einfach mal ihre geistige Gesundheit absaugen. Oh oh. Ja toll, jetzt hat sie den da reinbeschworen, dass der das... Nee. 14 Mana nur. Hm. Scheiße. Ich muss alles, was ich an Stress habe, auf sie schicken. Magischer Schutz, sehr gut. Immer gleich die Viecher hier wegmachen. Ist wichtig, glaube ich. Das werden die nämlich schön explodieren. Ich meine, der kann ja keinen Herzinfarkt kriegen, leider. Ja. Verdammt. Ich brauche mehr Zorn, leider.
65. Alter Schwede. Wann ist denn die Beschwörungsdauer vorbei, frage ich mich. Das Ziel steht in Flammen. Ja, im Prinzip schon, oder? Mumie hat leider keinen Debuff. Ich verfluch sie einfach mal. Ja, einfach mal ist gut, ne? Oh oh. Blockt. Ich weiß halt nicht. Und sie macht noch einen, verdammt. Oh, und er ist in Flammen. Die Mumie, meine ich. So, Debuff entfernt. Gefahr gebannt. Gefahr bekannt. Gefahr gebannt. Wie gesagt, wann endet denn die Beschwörungsdauer? Ich weiß es nicht. Ich hab das Beste, ich softe alle so ein bisschen an. Weil sie kann ja eben nur drei beschwören. Und dann, wenn die Beschwörungsdauer kurz vorm Ende ist, dann werde ich die vernichten. Aber ist ein bisschen schwierig gerade, weil... Oh, 10. Und er ist in Flammen. Verdammt. Jawohl, so meine ich's. Töte meine Schöne. Ah. Kontrolle ist alles hier, glaube ich. Aha. Oh, die Mumie hat bestimmt schön gebrannt. Beim zufälligen Ziel, ja. Angriff und Furcht. Die Braut ist, glaube ich, ganz gut dafür geeignet, wegen dem Schuss, den sie hat. Aha. Oh! Die 11 Schaden ist jetzt nicht... Ja, okay, das geht aber noch. Kann ich wegtanken, so ein bisschen zumindest. Ja, ja, komm. Mach halt mehr. Viel hat sie nicht mehr. Warte mal. Die Hoffnung erlischt. Ah, ich weiß, wer bald ein bisschen durchdrehen wird. Oh, oh, sie macht ihren eigenen Kreaturen Schaden, das ist aber nicht sehr nett. Dafür stirbst du jetzt, meine Liebe. Eiskalt. Komm, Herzinfarkt, stirb jetzt. Ja, ist okay. Für frische Leichen sind immer noch hell. Sag mal, wann krepiert sie endlich? Ja! Und das war der Boss, Leute. Ein Trauerspiel der Sterblichkeit. So, das war's jetzt, glaube ich, mit der Early, Leute. Wir haben es durchgespielt. Erstmal, mehr gibt es nicht. Wir gehen mal weiter. Geh mal mit der Truppe jetzt. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Nee, warte. Pack die mal in den Friedhof, dass die sich regenerieren können so ein bisschen. Die Braut hat noch ein Level up. Das ist egal. So. Zacke die Zack. Ich glaube bestimmt sowas wie, hey, du hast das durchgespielt. Erstmal. Nee, doch. Die Zeit der Ernte ist gekommen. Ja, das war's. Also, das war die Early. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Es kommen noch zwei Level, dann hat man es erst durchgespielt. Also, weiß nicht, wann die kommen. Ich weiß auch nicht, ob sie spielen werde. Weil das war jetzt ja nicht so das Projekt, was bei euch so gut ankam, glaube ich, oder? Also, ich habe ja gesehen, dass es immer weiter ein bisschen runterging. Ist aber auch, glaube ich, was man selber dann spielt. Aber ja, mal sehen. Das werden nicht viele Parts, wenn ich es dann nochmal weitermache. Ich fand's nett. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zusehen, liebe Leute. Schaltet auf jeden Fall wieder ein zu anderen Projekten. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, heute wird es ein bisschen stressig, weil Büro ausräumen, Laminat rausmachen wegen Wasserschaden. Ich kotze im Strahl so ein bisschen, aber das wird ja auch vorbeigehen irgendwann, hoffe ich. Ist ja nicht euer Stress. Ihr sollt ja entspannen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Und bis auf ein andermal mit einem anderen Spiel oder eben mit Iratus, wenn ich es vielleicht doch weitermache. Macht's gut. Tschüss.